ist ja wie eine Gruft. Ich glaube, ich habe mal so was Ähnliches in einem Vampirfilm gesehen. Chacun a son goût. Für mich ist das ein wunderschöner Raum. Warum wird der Wein in so einem Gewölbe aufbewahrt? Um ihn vor extremer Hitze zu schützen. Zurzeit ist es kein Problem, aber im Sommer wird es sehr heiß draußen und das könnte den Wein zerstören. Deswegen ist auch ununterbrochen die Klimaanlage und die Luftbefeuchtung eingeschaltet. Ich habe mich schon gewundert, was das für ein Geräusch ist. Darf ich mal telefonieren, Sir? Ja, natürlich. Ist das passiert? Ich möchte meine Frau anrufen. Es dauert nur einen Moment. Selbstverständlich. Im Büro. Danke. Es ist nichts Ernstes. Der Tag, an dem wir beim Picknick waren, wo es so heiß wurde, dass wir wieder zurückgefahren sind, war das letzte Woche oder die Woche davor? Letzte Woche. Und welcher Tag? Und wie heiß war es? Gut, gut. Ich rufe den Wetterdienst an. Einen Kopf Salat und zwei Tüten Milch. Ja, gut. Ich danke Ihnen sehr. Tut mir leid, dass ich Sie so aufhalte. Nein, nein, schon in Ordnung. Darf ich nicht vergessen, einen Kopf Salat und zwei Tüten Milch. Ja. Sagen Sie, kein schöner Gedanke, hier zufällig eingesperrt zu werden. Das erinnert mich an Edgar Allan Poes Kurzgeschichte, das Fass. Ich weiß, was es ist. Es fängt mit A an. Es liegt mir auf der Zunge. Amontillado. Naja, wenn hier unten jemand eingesperrt würde, hätte er eine Menge zu trinken. Es kann niemand hier zufällig eingesperrt werden. Die Tür kann nur von außen verschlossen werden. Das ist eine wunderschöne Flasche. Wie viel ist der Bursche wert? Oh, die habe ich mal irgendwo aufgelesen. In Spanien, 1958. Ist etwa $1000 wert. Meine Herren, diese Flaschen sind wirklich wunderschön. Ja, das sind sie. Hier ist eine ganz alte. Ich kann das Etikett gar nicht lesen. Oh, das ist ein Claret, ein Bordeaux Rouge. Er ist ungefähr $1500 wert. Claret? So einen haben Sie doch Mr. Falk und Mr. Stein serviert an dem Sonntag, als Sie nach New York flogen. Ja, das war auch ein Claret, aber darf ich nur... Ja, ich erinnere mich. Sie erwähnten es. Natürlich war das nur eine billigere Sorte, die Sie denen servierten. Ganz einfacher Wein, nicht? Oh, ganz im Gegenteil. Es war einer meiner kostbarsten Weine. Mein Vater hat ihn 1947 gelagert. Tatsächlich? Merkwürdig. Wieso? Es war eine besondere Gelegenheit und ich dachte, die verdient einen besonderen Wein. Nein, Sir, ich meinte damit die Tatsache, dass Sie den Wein nicht selbst umgefüllt hatten. Sie sagten mal, Sie würden es keinem erlauben, einen kostbaren Wein umzufüllen. Oh, habe ich Sie nicht dekantiert? Ich erinnere mich nicht mehr ganz. Ich habe eine Aussage von Mr. Falk. Ah ja, ich erinnere mich. Wenn ich nur meine Schrift lesen könnte. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich dachte, es wäre vielleicht eine nette Geste. Ich wusste, dass er mir diese Auszeichnung geben wollte. Mann des Jahres. Ich wollte ihm damit meine Wertschätzung zeigen. Ich muss außerdem sagen, Mr. Falken ist mehr als fähig. Er hat eine sehr ruhige Hand. Ja. Haben Sie sich genug umgesehen? Sind Sie wirklich sicher, dass man hier nicht plötzlich eingesperrt werden kann? Inspektor, Sie machen mir aber wirklich Spaß. Wollen Sie, dass ich es Ihnen vorführe? Ich werde Ihnen sagen, was ich machen werde. Ich werde jetzt hinausgehen und die Tür schließen und Ihnen nicht sagen, wie man sie öffnet. Und wir werden sehen, wie lange Sie brauchen, um hinauszufinden. Ist das einfach. Man braucht sie nur aufzudrücken. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Sie sollten nicht so skeptisch sein.
Der Scheck für Ihren Bruder über 5000 Dollar. Ich wollte ihn heute Nachmittag mitbringen, aber ich habe ihn vergessen. Sie kriegen ihn bestimmt noch, Sir. Ach, zerreißen Sie ihn einfach. Es war eine sehr großzügige Geste Ihrerseits, Sir, ohne zu wissen, wie die Dinge ausgehen würden. Es war ein Hochzeitsgeschenk. Hm. Fahren Sie zurück in die Stadt, Inspektor, oder was haben Sie jetzt vor? Ja, dann werde ich mich mal auf den Weg machen, Sir. Ich danke Ihnen, das hat mich sehr gefreut. Danke für Ihre kostbare Zeit. Wiedersehen. Inspektor, wann wird die Leiche meines Bruders freigegeben, Inspektor? Es war sein Wunsch, verbrannt zu werden und Ich werde mich heute noch danach erkundigen, ich denke sicher in ein paar Tagen. Warum wird es so hinausgezögert? Das war doch ein Unglücksfall. Da bin ich überfragt, Sir. Warum wurde eigentlich Ihnen der Fall zugewiesen? Sie sind doch von der Mordkommission, nicht wahr? Ich mache das, was man mir sagt, Sir. Ich finde das etwas merkwürdig. Es sieht fast so aus, als würden Sie etwas anderes vermuten. Vielleicht auch nicht, Sir. Aber Sie haben ja nichts zu befürchten. Sie waren zur Zeit seines Todes 3000 Meilen weit weg. War es nicht so? Ja. Ich muss aber jetzt gehen. Oh, Mr. Carsini! Sir, mir fällt gerade einer der Gründe ein, weshalb man die Leiche Ihres Bruders noch nicht freigegeben hat. Ich habe neulich vergessen, es Ihnen zu erzählen. Sie kennen doch das Auto Ihres Bruders. Es stand eine Woche dort auf dieser Klippe. In der Zeit hat es geregnet und dann schien wieder die Sonne. Aber als wir das Auto entdeckten, an dem Morgen, an dem wir die Leiche gefunden haben, sah es aus, als käme es direkt aus dem Laden. Was meinen Sie damit? Es waren keine Wasserspuren drin. Können Sie sich das erklären? Nein, kann ich nicht. Es muss eine Begründung dafür geben. Es gibt immer eine. Wenn Sie eine finden, lassen Sie es mich wissen. Sie werden der Erste sein, der es erfährt. Ich habe nur eine einzige Frage.